Wir haben den Schuhladen und die Apotheke ausgelassen. Und wo kaufen wir Spielzeug für die Kinder? Wir wissen nicht, was Spielzeug bedeutet, Herr Professor. Ein Spielzeug ist ein Artikel zum Spielen. Die meisten Kinder und auch viele Erwachsene spielen gern mit Spielzeug. Wir verstehen jetzt, was Spielzeug ist. Man kauft Spielzeug im Spielwarengeschäft. Das häufigste Spielzeug für Mädchen ist die Puppe. Das ist eine Figur, die ein kleines Kind darstellt und wie ein Kind angezogen ist. Stellen einige Puppen nicht auch Männer und Frauen dar, Herr Professor? Ja, man stellt alle Sorten von Puppen her, aber hauptsächlich Puppen, die Kinder darstellen. Herr Schwarz, bitte fragen Sie Herrn Sporken, ob er in die Stadt gehen und einige Einkäufe machen möchte. Herr Sporken, wünschen Sie einige Einkäufe zu machen? Nein, mein Herr, ich habe alle meine Einkäufe gestern gemacht. Herr Wagner, möchten Sie nicht einige Spielwaren für Ihre Kinder kaufen?